Hey Formel 1 Freaks, es ist fast ein Jahr her, dass ich zuletzt ein Video über Michael Schumacher und seinen Gesundheitszustand gemacht habe. Damals hieß es im Thumbnail 9 Jahre seit dem Unfall. Und jetzt sind wir, ja, bald, nämlich übermorgen, bei 10 Jahren angekommen. Es ist jetzt schon 10 Jahre her seit dem tragischen Unfall von Michael Schumacher. Und vielleicht ist es der Grund, dass sich jetzt zuletzt einige seiner Wegbegleiter vermehrt zu Wort gemeldet haben. Und was sie gesagt haben, und was ich darüber denke und warum ich jetzt besorgt bin, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ja, Michael Schumacher ist wirklich der Sportheld meiner Kindheit. Ich bin mit ihm aufgewachsen und er hat damals einen unglaublichen Hype ausgelöst. Und dieser Hype, der hat eine Ära geprägt. Das war die Ära der V10 Motoren in der Formel 1, die auch heute noch irgendwie als die goldene Ära der Formel 1 gilt, weil erstens die Autos damals unglaublich gut aussahen und zum anderen der Sound der Motoren, der V10 Motoren, einfach immer noch Gänsehaut auslöst bei mir und bei vielen anderen natürlich auch. Auch heute noch, wenn ich alte Aufnahmen anschaue, bei YouTube zum Beispiel, über Michael Schumacher, sei es eine Pole Lap oder er auf dem Podium oder sonstige Sachen, bekomme ich einfach immer noch Gänsehaut, weil er löst in mir eine unglaubliche Nostalgie aus. Und das schafft wirklich nur er. Ob es jemals wieder sowas geben kann in der Formel 1, so ein Fahrer, der sowas in mir auslöst, oder eine Ära, die sowas in mir auslöst, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall die goldene Ära der Formel 1, nicht nur für mich, sondern für viele andere. Und da war halt Michael Schumacher in seiner erfolgreichsten Zeit und halt total im Mittelpunkt immer gestanden. Und in der Zeit hat er sich auch zu dem weltweiten Sportheld entwickelt, der er auch heute noch ist. Er ist einer der wenigen Formel 1 Fahrer, die sich auch zu einer weltweiten Sportikone entwickelt hat. Also unabhängig vom Motorsport, sondern allgemein in der Welt des Sports. Also vergleichbar mit Größen wie einem Muhammad Ali oder einem Michael Jordan. Michael Schumachers Name ist bekannter als jeder andere Name in der Formel 1. Ich erinnere mich, ich war vor Jahren, das war wirklich schon 10 Jahre her oder so, mal in Thailand, irgendwo in einer Bar. Und in dieser Bar habe ich dann irgendjemanden gefragt, kennst du Michael Schumacher? Und er kannte ihn. Und da dachte ich mir so, wenn jemand wirklich irgendwo in Thailand, in einer Bar, Michael Schumacher kennt, dann kennt ihn wirklich die ganze Welt. Und das ist auch so. Michael Schumachers Name steht weltweit für Schnelligkeit, Rennsport allgemein, Motorsport oder Rennfahrer sein. Wenn zum Beispiel einer im Straßenverkehr mal zu schnell fährt, dann sagt man vielleicht oft auch mal, zumindest damals, als diese Hypezeit war, hey, du fährst ja hier wie ein Schumi oder fahr mal nicht so schnell hier wie Schumacher oder sowas. Und das zeigt, dass sein Name ein Synonym geworden ist für Rennsport, für Rennfahrer sein und für Schnelligkeit allgemein. Und das schaffen wirklich nur die wenigsten. Michael Schumacher gehört dazu. Und deshalb interessieren sich natürlich viele Menschen weltweit immer noch dafür, wie es Michael Schumacher geht. Es wird in der Öffentlichkeit sehr wenig darüber berichtet. Es wird nie ein Foto gezeigt, was auch gut so ist. Es wird aber auch nie gesagt, wie es ihm genau geht, ob er, ja, noch sprechen kann oder ob er im Wachkoma liegt oder ob er sich noch bewegen kann. Solche Details werden nie öffentlich bekannt und das hat die Familie so entschieden. Das muss man auch respektieren. Aber es gibt ja auch Freunde von Michael Schumacher, die ihn regelmäßig besuchen. Dazu gehört zum Beispiel Sean Todd, sein ehemaliger Ferrari-Teamchef, oder auch Stefano Domenicali, der vielleicht ihn nicht ganz so oft besucht, weil Sean Todd gilt als einer der engsten Vertrauten der Familie Schumacher. Aber Stefano Domenicali, der besucht ihn auch manchmal. Das ist momentan ja der Formel 1 Boss. Der war aber nach Sean Todd bei Ferrari der Teamchef und hat auch zu Zeiten von Michael Schumacher schon eng mit Michael Schumacher zusammengearbeitet bei Ferrari. Und dann gibt es natürlich auch noch, ja, seine Familie selbst, Ralf Schumacher, der in der Öffentlichkeit steht und öfter vielleicht auch immer Fragen gestellt bekommt und dann vielleicht auch das ein oder andere Mal über Michael Schumacher spricht. Und jetzt hat er es tatsächlich wieder getan, kurz bevor sich Michael Schumachers Unfall übermorgen eben zum 10. Mal jährt. Ralf Schumacher hat Folgendes Emotionales über Michael Schumacher gesagt. Dieses Schicksal hat unsere Familie verändert. Ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für mich als Kinder. Mick, wie wir alle wissen, war damals ein junger Teenager. Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war leider auch noch viel Pech dabei. Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall.
Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher. Ja, da sagt Ralf Schumacher, es ist nichts mehr wie früher, und das signalisiert ja irgendwo, dass Michael Schumacher nicht mehr der ist, der er einmal war, vor dem Unfall. Und das hat auch einer seiner engsten Wegbegleiter, Sean Todd, jetzt auch wortwörtlich gesagt. Er hat gesagt, Michael Schumacher ist nicht mehr der, den wir aus der Formel 1 kennen. Sean Todd hat Folgendes dazu gesagt. Michael ist hier, deshalb kann ich ihn nicht vermissen. Aber er ist einfach nicht mehr der Michael, der er früher war. Er ist anders. Er wird von seiner Frau und seinen Kindern wundervoll unterstützt und geschützt. Sein Leben ist heute anders. Ich habe das Privileg, ein paar Momente mit ihm zu teilen. Das ist alles, was es zu sagen gibt. Leider hat bei ihm das Schicksal hart zugeschlagen. Er ist nicht mehr der Michael, den wir aus der Formel 1 kennen. Ja, das hat Sean Todd jetzt gesagt und er muss es wissen. Denn Sean Todd ist einer, der ihn wohl am meisten besucht von allen Wegbegleitern, von Michael Schumacher, von allen Freunden, sagen wir mal, außerhalb der Familie. Und deshalb muss er es wissen. Wenn er sagt, es ist nicht mehr der Michael von der Formel 1, dann stimmt das. Und dann darf man dem Ganzen auch Glauben schenken. Denn Sean Todd würde sowas nie sagen, wenn es nicht wirklich so wäre. Und noch ein Wegbegleiter von Michael Schumacher hat sich vor kurzem zu Wort gemeldet. Und zwar sein Ex-Manager Willi Weber. Der hat ihn 1988 entdeckt sozusagen, ihn dann finanziell gefördert, in sein Formel 3 Team geholt und ihm damit auch den Sprung in die Formel 1 ermöglicht. Damit hat er sich zwar 20% der Einnahmen von Michael Schumacher gesichert, weshalb man ihn auch Mr. 20% genannt hat, aber das war immer ein gutes Verhältnis und er hat einen großen Anteil daran, dass Michael Schumacher in die Formel 1 gekommen ist. Und er hat tatsächlich Michael Schumacher nach dem Unfall nicht im Krankenhaus in Grenoble besucht. Vielleicht, weil er zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht in die Privatsphäre da reindrängen wollte, aber heute bereut er das tatsächlich, weil er ihn seitdem nie wieder gesehen hat und ja, die Familie nur ganz wenige Leute eben zu Michael Schumacher ranlässt. Und Willi Weber ist anscheinend keine dieser Personen, weshalb er eben ja, das Ganze bereut und jetzt Folgendes dazu gesagt hat. Wenn ich jetzt an Michael denke, habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Ohne positive Nachrichten nach 10 Jahren. Ich hätte Michael im Krankenhaus besuchen müssen. Natürlich bedauere ich das sehr und mache mir Vorwürfe. Ich habe nach seinem Unfall getrauert wie ein Hund. Es hat mich wahnsinnig schwer getroffen, das können Sie sich vorstellen. Natürlich auch die Tatsache, dass Corinna keinen Kontakt mehr zugelassen hat. Aber irgendwann war der Punkt gekommen, da musste ich mich von Michael befreien, lossagen. Es war nicht einfach, mich in meinem Buch nochmal damit zu konfrontieren. Aber ich wollte das machen. Das Buch soll für mich ein Schlussstrich sein. Ja, Willi Weber hat 2021 sein eigenes Buch rausgebracht, das heißt Benzin im Blut. Und da hat er sich wohl nochmal mit Michael Schumacher im Gesamten und mit dem Unfall von Michael Schumacher beschäftigt. Und das fiel ihm wohl sehr schwer. Aber er hat anscheinend jetzt nicht die Möglichkeit, Michael Schumacher nochmal zu sehen. Die Familie will das anscheinend nicht, sonst würde er das bestimmt machen. Wenn er es eben jetzt bereut, dann würde er das jetzt sicher noch nachholen. Aber anscheinend darf er nicht. Und er hat jetzt eben wenig Hoffnung, dass er Michael Schumacher jemals nochmals wiedersehen wird. Das ist schon wirklich eine traurige Nachricht. Und es gibt tatsächlich eine noch traurigere Nachricht, die jetzt jemand über Michael Schumacher gesagt hat. Und das ist der aktuelle Formel 1-Boss Stefano Domenicali. Der hat nämlich jetzt einen Satz über Michael Schumacher gesagt, der mich wirklich besorgt macht. Ich gehe gleich darauf ein, erstmal das Zitat hier von Stefano Domenicali. Sein Unfall in Meribel kommt einem vor wie gestern. Das sind Episoden, die das Leben verändern. Was zwischen Ihnen und mir ist, bleibt privat. Aber 10 Jahre lang so zu leben, würde man selbst seinem schlimmsten Feind niemals wünschen. Ja, das war die Aussage von Stefano Domenicali. Und wenn er das so sagt, dass er das niemals seinem schlimmsten Feind wünschen würde, so wie Michael Schumacher jetzt lebt, dann bedeutet das ja, dass es kein gutes Leben ist für Michael Schumacher. Er wird ja von seiner Familie liebevoll unterstützt und versorgt, wie es Sean Todd gesagt hat, aber anscheinend ist das für Stefano Domenicali nicht genug, um das eben seinem ärgsten Feind niemals wünschen zu wollen. Das kann im Endeffekt nur bedeuten, dass Michael Schumacher womöglich, ja, bettlägerig ist oder vielleicht, das sind aber nur Spekulationen, eben im Wachkoma liegt und halt einfach ein Leben hat, das man niemanden anderen wünschen würde. Wenn Michael Schumacher ganz normal leben könnte und ja, sich bewegen könnte, sich sportlich vielleicht sogar betätigen könnte und mit seiner Familie toll interagieren könnte, dann würde das ja Stefano Domenicali nicht sagen, denn dann wäre das ja ein Leben, das man, ja, das wäre lebenswert. Aber
Wenn er sagt, das würde er seinem ärgsten Feind nicht wünschen, dann sind das wirklich keine guten Nachrichten und das macht mich eben so extrem traurig und besorgt mich auch ein wenig, wie es Michael Schumacher momentan geht. Denn wenn man auch alle Aussagen, die jetzt in letzter Zeit getätigt wurden, zusammennimmt, allen voran auch die Aussagen, dass Michael Schumacher nicht mehr der ist, den wir aus der Formel 1 kennen oder der, der er damals war, dann, ja, ist das wirklich... Mir fehlen halt die Worte einfach. Ich kann das gar nicht beschreiben. Jetzt nach 10 Jahren, das ist so, ja, so ein Meilenstein, sagen wir mal. Wenn mal was 10 Jahre her ist, dann ja, muss irgendwann entweder was kommen von der Familie, dass sie einem den Leuten sagen, was jetzt Sache ist, wie es Michael Schumacher geht, oder Updates geben. Oder wie eben jetzt auch Willi Weber gesagt hat, dass wenn nach 10 Jahren keine positiven Nachrichten gekommen sind, dass man dann eben, ja, die Hoffnung ein bisschen verliert. Und so ist es eigentlich jetzt momentan. Aber die Hoffnung stirbt, wie wir alle wissen, zuletzt. Und es gab auch schon andere Fälle von Koma-Patienten oder schwerverletzten Menschen, die dann nach Jahrzehnten doch noch den Weg zurück ins Leben gefunden haben. Und das kann natürlich auch bei Michael Schumacher passieren. Lasst uns also alle weiterhin die Daumen drücken und auf ein medizinisches Wunder hoffen. Michael Schumacher hat alle Voraussetzungen, um das zu schaffen. Er war vor seinem Unfall so fit und so sportlich. Und er hat die beste medizinische Versorgung. Er hat die beste Familie, die ihn so wirklich schützt und unterstützt. Er kann das schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir als Fans können weiterhin Genesungswünsche schicken. Die Kommentare hier mit Hashtag KeepFightingMichael voll posten. Und ja, das ist alles eigentlich, was wir als Fans tun können. Aber vielleicht sieht das irgendjemand aus der Familie oder... Ja, es hilft irgendwas. Auf jeden Fall schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr zu Michael Schumacher steht, wie ihr ihn verfolgt habt und lasst, wie gesagt, gerne eure Glückwünsche für ihn da. Das war's zu diesem Thema. Ja, wenn es irgendwelche Updates gibt, werde ich euch davon berichten. Bis zur nächsten Folge. Ciao.